ganz anderes Thema von mir. Und zwar habt ihr vielleicht schon auf Instagram oder so mitbekommen, dass ich im Krankenhaus war und eine Brustverkleinerung habe machen lassen. Und zwar war das schon seit, ich glaube, ich 15 bin oder so, also jetzt über fast schon 15, nein, so 10 Jahre, etwas mehr als 10 Jahre, ist eigentlich schon so ein Traum oder so ein Wunsch von mir gewesen, das machen zu lassen, weil ich eigentlich schon immer Rücken- und Kopfschmerzen hatte, so gut wie jeden Tag, mal schlimmer, mal weniger schlimm. Und da war es auch egal, wie viel Sport ich gemacht habe, wie viel Yoga, wie gerade ich gesessen habe, Rückenschule, Physiotherapie, alles Mögliche habe ich ausprobiert und es hat halt nicht so wirklich geholfen. Und es war halt irgendwie immer schon so ein Traum von mir, weil ich, ja, also, aber irgendwie habe ich mich nie so richtig getraut. Und zwar hatte ich jetzt immer so ein bisschen Angst, weil es ja schon irgendwie so ein relativ krasser Eingriff ist, weil mich halt eigentlich so ein halber Oberkörper wird irgendwie aufgeschlitzt, hatte ich so vom Gefühl her. Aber es ist halt mit den Jahren immer schlimmer geworden und irgendwie, ich konnte es nicht mehr ertragen, jeden Tag Kopfschmerzen. Jeden dritten Tag habe ich Tomopurin intensiv genommen, manchmal hat es überhaupt nicht geholfen. Ich hatte schon Magenprobleme von den ganzen Schmerzmitteln, die ich nehmen musste. Und ich habe dann irgendwie, wann war denn das, letztes Jahr, habe ich mich entschieden, ich versuche jetzt einen Antrag bei der Krankenkasse zu stellen, ob die diese Kosten übernehmen, weil das, glaube ich, so 6.000 bis 9.000 Euro kostet, kann ich mir als Studentin natürlich nicht leisten. Aber der Leidensdruck bei mir war halt irgendwie so groß, dass ich dachte, ich muss es jetzt einfach mal probieren. Und dann zur Frage, wie ich das Ganze angegangen bin, weil ich glaube, das interessiert viele, die selber so dieses Problem haben. Es ist nicht für jeden ein Problem bei mir, aber es ist halt das Problem, dass ich immer diese Rückenschmerzen hatte, die halt diese Kostenübernahme von der Krankenkasse versuchen zu bekommen, wie man diesen Antrag stellt, wie man das Ganze ja, angeht und so weiter. Und zwar habe ich dann einfach ein paar Wochen lang so, sag ich mal, meinen Antrag geschrieben. Bei mir waren das insgesamt 6 geschriebene Seiten, die ich da verfasst habe. Also im Grunde habe ich da alles reingeschrieben, was ich für Probleme habe. Meine Körbchengröße, meine Größe, Gewicht, sowas alles, aber auch welche Probleme ich habe, was ich dagegen schon gemacht habe, das alles nichts gebracht hat und so weiter. Dann habe ich Fotos angefügt von mir, so super schöne Nacktfotos, die überhaupt nicht so schön aussehen, wie man Nacktfotos kennt oder so, sondern wirklich ganz klinisch vorne drauf. Und ich habe mich dann tatsächlich bei diesen Fotos nochmal ein bisschen selber erschrocken, weil es so krass aussah. Und man das im Alltag ja gar nicht so sieht, weil man das natürlich immer versucht, so ein bisschen zu kaschieren. Und mit einem BH sieht es auch wieder ganz anders aus und so. Und genau. Und dann war ich auch noch bei der Frauenärztin und beim Orthopäden, um mir so einen Attest geben zu lassen, dass ich durch die große Oberweite halt diese Rückenprobleme habe und Hautprobleme, Hautabschürfung, also was heißt Abschürfung, halt diese Einschneidungen vom BH überall und sowas alles. Ich habe von der Frauenärztin tatsächlich keinen Attest bekommen, sondern nur vom Orthopäden. Aber die Frauenärztin hat mir dann eine Klinik empfohlen, auf die ich dann nachher auch nochmal eingehe. Und das habe ich dann halt alles zusammengepackt und eingeschickt und habe dann erstmal gebannt. Weil ich bin auch zum Beispiel in so einer Facebook-Gruppe drin für Brustverkleinerung und habe dann halt davon mitbekommen, dass es unfassbar schwierig ist, diesen Antrag genehmigt zu bekommen. Das ist halt wirklich echt krass, was man da teilweise liest, dass da Frauen, die irgendwie 1,50 sind und Körbchengröße, keine Ahnung, 60 F oder so, und die bekommen es nicht bezahlt, und dann plötzlich ist da jemand, der hat ein E-Körbchen und bekommt es plötzlich bezahlt oder so. Also es ist irgendwie relativ willkürlich, hat man das Gefühl, und man hat auch das Gefühl, die meisten werden abgelehnt. Ich habe da gelesen von Leuten, die 4 Jahre lang gekämpft haben mit Anwalt und sowas, alles, dass das dann genehmigt wurde und sowas. Und ich hatte dann halt nicht wirklich große Hoffnung, dass ich den Antrag bewilligt bekomme, weil ich halt auch so ein bisschen Übergewicht habe, was generell auch erstmal totales Ausschlusskriterium eigentlich ist. Also wenn man kein normal BMI hat, dann ist man schon mal unten durch. Und ich glaube, ich hatte Glück, dass ich gerade noch so, so ganz also leichtes Übergewicht echt vom BMI her habe und dass dann dementsprechend die Größe von meiner Oberweite aber einfach nicht passend war, auch mit dem bisschen Übergewicht war das. Also ich zeige die Fotos nicht, wie das nackt aussah, aber Juli schläft gerade. Wir träumen ein bisschen. Also ich zeige die Fotos nicht, aber ihr müsst mir glauben, dass es wirklich unverhältnismäßig krass war. Ich habe dann auch Fotos gemacht, wo ich das dann so weggehalten habe. Und ich sah plötzlich 20 Kilo leichter aus. Genau, also vielleicht erstmal, meine Körbchengröße war vorher 75 J. Wobei das auch nie so ganz gepasst hat. Das,
Ich hatte nie einen BH, der wirklich passt. Es hat immer irgendwo gezwickt, irgendwo kam was raus. Der BH ist halt auch immer 10 cm zu tief gerutscht, einfach vom Brustgewicht. Das heißt, es hing halt immer irgendwie so tiefer unten und so, und es war halt wirklich krass. Ihr seht das wahrscheinlich nicht auf Fotos und Videos, sieht man das nicht so, weil ich halt auch immer ganz gut wusste, wie ich das kaschiere, wie ich das verdecke, wie das kleiner aussieht. Aber ich habe dann jetzt mal Fotos gemacht, die zeige ich euch auf jeden Fall, vorher und nachher in so einem ganz engen grauen Oberteil. Und das ist halt einfach, das sieht so krass aus, weil ich das selber ja auch gar nicht so kenne in angezogen, dass das bei mir so aussah. Genau, also die Fotos zeige ich euch auf jeden Fall. Und wo war ich genau? Meine Größe 75J und ich bin halt 1,63 groß. Genau. Ja, also ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass ich das bekomme, aber ich habe halt wirklich in diesem Antrag wirklich alles reingeschrieben. Ich habe halt auch vor 2 Jahren eine Muskelkrankheit bekommen, die sich natürlich vor allem so im Oberarm- und Schulterbereich bemerkbar macht, und da wurde es halt wirklich sehr, sehr schlimm bei mir. Das habe ich halt auch alles reingeschrieben. Ich habe reingeschrieben, wie lange ich schon Krankengymnastik mache, dass das nichts bringt, sowas alles, und habe das dann einfach abgeschickt. Und nach 2 Wochen kam dann tatsächlich die Zusage, dass ich diese Kostenübernahme bekomme. Und ich konnte das erst überhaupt nicht fassen, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe. Obwohl ich dann eigentlich, wo ich die Fotos selber von mir gesehen habe und wo Mine die auch gesehen habe, eigentlich dachte man, die können nicht Nein sagen dazu. Genau, auf jeden Fall kam dann die Bestätigung, und ich hatte dann das Glück, dass ich von der Frauenärztin eine Empfehlung von der Klinik bekommen hatte. Also ich war erst bei einem Privatarzt, der das macht. Da habe ich mich total unwohl gefühlt. Also ich habe mich da richtig... Also ich glaube, der hat ich weiß nicht, was der gedacht hat, aber der hat mich so ein bisschen von oben herab, sage ich mal, behandelt, weil er, ich dachte, ich kann mir das nicht leisten oder so. Er meinte auch, dass manchmal die Krankenkassen das übernehmen. Auch bei ihm so ein paar vielleicht eventuell, aber dass ich mir keine Hoffnung machen muss. Das war generell, was, egal bei welchem Arzt ich war, alle haben gesagt, ja, also ich kenne ganz viele Frauen, die eine Verkleinerung hatten und die haben keine Probleme mehr. Aber die Krankenkasse wird wahrscheinlich ablehnen und sagen, dass das nicht davon kommt. Das hat im Grunde jeder Arzt gesagt. Und jeder Arzt hat gesagt, machen Sie sich keine Hoffnung, dass das übernommen wird. Ich war dann auch bei einem Orthopäden, auch für das Gleiche. Der hat halt gesagt, ja, machen Sie sich keine Hoffnung, ich kann Ihnen hier was ausstellen. Ich kenne auch genug Frauen, bei denen es davon kommt. Hatte auch irgendwie meinen Rücken noch geröntgt, aber halt auch schon im Nacken. So, mein Nacken war dann eben schon so zu gerade und sowas alles. Aber er meinte auch, machen Sie sich keine Hoffnung. Dann war ich bei der Frauenärztin, und die hat auch wieder gesagt, machen Sie sich keine Hoffnung. Ich habe 5 Patientinnen, die haben es gemacht, bei denen sind die Beschwerden weg. Aber die Krankenkasse sieht es nicht ein. Also es sagt wirklich jeder, und wenn ihr oder du vorhabt, das vielleicht auch zu machen, lasst euch davon nicht entmutigen. Das sagen wirklich alle Ärzte. Auf jeden Fall hat mir die eine Klinik empfohlen, wo sie mir auch direkt eine Überweisung gegeben hat für einen Termin zur Besprechung. Dann bin ich da, und zwar ist es die Sana-Klinik in Gerresheim in Düsseldorf. Da hatte ich dann halt so einen, auch so einen Vorbesprechungstermin, und wo dann der Termin war, hatte ich dann auch direkt schon die Zusage, wo ich eigentlich noch gar nicht mit gerechnet hatte. Und war dann da beim Arzt, der mich später auch operiert hat, und habe mich direkt richtig wohl gefühlt da. Also der hat wirklich, er war auch der erste Arzt, der gesagt hat, ja, mit 75J da kriegen Sie wahrscheinlich auch die Verkleinerung bezahlt. Hat er ja dann auch recht gehabt, weil ich dann da habe ich halt gesagt, ja, ich habe schon die Übernahme, meinte, ja, gut. Ja, gut, ne, ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, weil ich bin so schlecht in Gesprächen. Genau, auf jeden Fall hat er mir dann alles erklärt, wie das alles geht, was es für Risiken gibt. Wir haben besprochen, wie es am Ende aussehen wird. Er hatte gefragt, welche Körbchengröße ich mir wünsche, vielleicht so ein C-Körbchen. Ich habe gesagt, ich würde lieber ein D-Körbchen, nicht zu klein, weil, ich auch relativ, also ich finde, ich habe relativ breite Schultern noch und relativ, wobei 75 ist ja eigentlich nicht breit, aber ich wollte halt schon, dass es irgendwie noch nach mir aussieht. Also ich weiß, dass viele, die große Brüste haben, sich am liebsten ein A- oder B-Körbchen wünschen. Bei mir war das nicht so, weil ich dann das Gefühl hatte, das bin ich mir nicht mehr ich. Ich möchte schon noch was zu mir passt, und ich bin auch froh, dass ich halt jetzt diese Größe gewählt habe, weil es sonst halt schnell aussieht wie ein Pfannkuchen. Weil zum Beispiel mein Brustansatz, sag ich mal, der ist ja relativ breit einfach von sich, der geht ja von hier bis hier. Wenn man dann ein zu kleines Körbchen hat, dann sieht das aus wie so ein Pfannkuchen, der da drauf ist. Genau, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, lieber so ein D-Körbchen oder so. Wobei man das ja vorher auch nie genau sagen kann, wie es am Ende wird. Er hat dann halt gesagt, es wird so pro Seite vielleicht 900 Gramm entnommen.
So viel wurde es dann doch nicht, weil ich ja dann gesagt habe, ich möchte es doch lieber ein bisschen größer behalten, als es eigentlich ist. Genau, das war dann das Vorgespräch. Dann habe ich bei diesem Vorgespräch auch direkt den Termin bekommen. Er meinte, ja, suchen Sie sich aus, wann Sie kommen wollen. Momentan ist nicht so viel los. Ich glaube, weil es noch Sommer war und relativ warm, wollten das wahrscheinlich nicht so viele machen. War ich erstmal ein bisschen baff und dann hat er gesagt, ja, Sie können auch in 2 Wochen kommen. Da habe ich gesagt, ja gut, ich mache das in 2 Wochen. Warum soll ich mich jetzt noch wochenlang oder monatelang irgendwie den Kopf machen, ob es gut läuft und so? Ich ziehe es jetzt einfach durch und dann habe ich halt in 2 Wochen den Termin bekommen. Das heißt, seit Antragstellung sind 4 Wochen vergangen und dann war es auch schon soweit. Und ich hatte mich eigentlich eingestellt auf so einen jahrelangen Kampf oder sowas. Und es war dann so richtig irreal, dass es dann so passiert ist. Genau. Dann hatte ich ein paar Tage vor dem OP-Termin nochmal ein Vorgespräch, wo es dann vor allem, also da wurde dann halt einmal geguckt, welchen BH ich danach bekomme. Man trägt dann nach 6 Wochen lang so einen speziellen Stütz-BH, der das halt alles so in Form hält und sicher hält, dass es nicht so weh tut und sowas. Das wurde halt geguckt, welche Größe ich da bekomme. Ich habe da direkt 2 BHs bekommen. Die werden auch von der Krankenkasse bezahlt. Ich habe aber auch zum Beispiel in den Gruppen mitbekommen, dass das nicht bei allen Krankenkassen so ist. Dass manche nur einen bezahlen oder gar keinen. Also da hatte ich, glaube ich, auch relativ viel Glück mit meiner Krankenkasse. Bei der Techniker-Krankenkasse bin ich übrigens. Genau, dass ich die bekommen habe. Dann war ich auch noch beim Anästhesisten, halt der sich darum kümmert, um die Narkose. Genau, der hat dann alles auch erklärt, auch wieder richtig cool, richtig viel Zeit alles genommen, haben mir alles genau erklärt, haben dann auch wegen meiner Muskelkrankheit nochmal geguckt, ob ich das Mittel vertrage und haben dann auf ein anderes umgeswitcht, was dann, weil das zur Komplikation kommen könnte auch nur, und zur Sicherheit haben sie dann das andere Mittel genommen. War ich noch irgendwo, genau, ich war einmal kurz oben auf der Station, wo ich dann ein paar Tage war, wo auch die Schwestern richtig, richtig nett waren und es gab eine Granini-Bar, die wir total ausgenutzt haben. Auf jeden Fall war ich dann super begeistert und war dann auch vor allem nach diesem Gespräch beim Anästhesisten ziemlich erleichtert. Ich glaube, Mini war dann auch sehr erleichtert. Sie hat ja auch Angst, sag ich mal, gehabt um mich vor dieser Narkose, weil ich das auch noch nie so hatte. Ich hatte meine Sedierung, aber das ist ja nichts wie eine Narkose. Genau. Und dann war ich halt die Tage noch richtig, richtig aufgeregt, was ich von mir auch so gar nicht kenne. Ich bin halt niemand, der schnell aufgeregt ist, der schnell Angst bekommt, aber das war halt schon so eine normale Narkose, weil halt wirklich man kann nicht mehr selber atmen und sowas. Und das muss halt alles gemacht werden. Und da hatte ich halt schon dann irgendwie Angst vor. Aber ich habe es dann durchgezogen und es war dann der Montag, der 7., also ist jetzt ein bisschen mehr als 2 Wochen, glaube ich, her. War dann der OP-Termin. Um 7 sollten wir da sein und um 11 stand drin, wird die OP gemacht. Wir waren dann da und Imi ging es dann richtig schnell. Das war dann, glaube ich, wir haben uns angemeldet oder ich habe mich angemeldet und dann sollte ich mich auch direkt schon umziehen und ins Bett legen und dann wurde ich weggefahren. Das war dann, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 Uhr erst. Also es ging ja nochmal eher los. Genau. Och, da war ich so aufgeregt. Dann musste so komische Klamotten anziehen und die haben uns gesagt, ich soll mich fertig machen. Ich wusste jetzt gar nicht, alleine halt so Dinge, die überhaupt nicht aussahen wie Klamotten und ich musste das dann irgendwie anziehen und ich wusste gar nicht, wie ich das anziehen sollte. Dann war da zum Glück noch eine andere Patientin im Zimmer, die mir das kurz erklärt hat. Genau, und dann wurde ich halt runtergefahren. Dann musste ich meine Kontaktlinsen rausmachen und ich sehe halt sehr schlecht. Das war auch nochmal so ein zusätzlicher Stressfaktor, irgendwie, dass ich nicht mehr richtig viel gesehen habe. Dann haben die mir so eine wärmende Decke draufgelegt. Ich dachte, warum macht die warme Decke weg? Ich hasse diese Hitze. Aber ich glaube, das soll eigentlich so beruhigend wirken. Und dann war ich auch schon da in dem OP-Raum, wo mehrere Menschen waren. Hatte schon so Beruhigungstabletten bekommen, die aber gar nicht gewirkt haben, weil es dann plötzlich so schnell ging. Genau, und dann war ich da kam der Anästhesist, der meinte, ja hallo, ich bin ganz neu hier. Ich so, ja super. Aber hat mir dann auch, hat dann sehr beruhigend so auf mich eingeredet und mir nochmal alles kurz erklärt. Und dann habe ich auch schon das Mittel bekommen. Da meinte der, ja sagen Sie Bescheid, wenn Sie sich betrunken fühlen. Ich dachte mir so, wie betrunken soll ich mich denn fühlen? Mir ist ein bisschen schwindelig, aber jetzt so richtig betrunken noch nicht. Und dann hat es noch kurz in meinem Arm wehgetan von diesem Narkosemittel. Hab dann gesagt, das ist normal, dass mein Arm so weh tut und dann war ich irgendwie weg. Also es hieß, es soll 2 Stunden dauern und es waren dann 5. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, es gab nicht mehr irgendwie Komplikationen, so im Bericht schon nichts drin. Vielleicht war es einfach ein bisschen schwieriger, da das alles richtig hinzubauen und so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich dann im Aufwachraum, bin aufgewacht. Oh,
Das war ein Traum da. Also ich musste extrem dringend auf Toilette. Ich habe wirklich eine sehr kleine Blase und ich muss eigentlich jede Stunde auf Toilette. Ich dachte schon bei 2 Stunden ja nicht, dass ich den da irgendwie im OP hinpinkel oder so. Und dann hat die OP 5 gedauert. Und ich musste so unfassbar dringend auf Toilette. Und ich habe dann gesagt, ich musste dringend auf Toilette. Hab da irgendwie rumgekreischt, glaube ich, ich muss auf Toilette. Ich kann auch selber gehen. Ich konnte auf keinen Fall selber gehen. Ich war noch total benebelt, aber ich hatte das Gefühl, ich kann selber gehen. Ja, und dann haben die auch hab ich ihm geschrien, ich habe eine Schrumpfblase, sie müssen mir irgendwie helfen, auf Toilette zu gehen. Und dann konnte ich irgendwann nicht auf Toilette gehen. Und irgendwie musste ich dann noch 5 Mal. Und ja, also auf jeden Fall super Sache. Und dann wurde ich wieder hochgefahren. Bahn war auch schon wieder so halb bei mir und dann war auch Mini da. Die war auch schon ganz aufgelöst, weil es so lange gedauert hat. Und dafür waren wir beide echt erleichtert, dass ich wieder rausgekommen bin. Und genau, dann am ersten Tag war ich total benebelt noch. Irgendwie habe ich voll viel vergessen und so. Ja, aber das Erste, was ich so gesagt habe, als ich wieder richtig wach war und mich kurz so hingesetzt habe zum Trinken, boah krass, ich kann gerade sitzen, ohne dass es anstrengend ist und dass ich es nicht bereue. Das waren meine ersten Worte und es ist auch immer noch so, dass ich so glücklich bin, dass ich das gemacht habe. Ja, also wenn es jetzt da um die Frage geht, ob ich es nochmal machen würde, würde ich es auf jeden Fall wieder machen. Also in den ersten Tagen hatte ich wieder Kopfschmerzen, weil ich nicht auf dem Rücken schlafen konnte. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und seitdem, ich kann 5 Stunden lang an meinem Tisch sitzen und arbeiten, ohne dass ich Rückenschmerzen bekomme. Das ist für mich so unbegreiflich, dass das jetzt geht. Sonst war es halt immer so, dass ich irgendwann so saß und ich habe mich so abgeschützt auf dem Tisch, dass das Gewicht von meinen Brüsten gehalten wird. Und ich kann gerade sitzen. Mini sagt mir die ganze Zeit, boah, wie schön gerade sitzt du denn? Ich so, ja, ist aber überhaupt kein Problem, gerade zu sitzen. Also jeder Arzt, der mir gesagt hat, ja, machen Sie mal ein bisschen Muskeltraining oder so, der kann sich das einfach nicht vorstellen, was das für ein Gewicht ist, was man tragen muss. Da müsste ich ja so ein Muskelmensch sein, dass man dieses Gewicht tragen kann. Und es ist jetzt überhaupt kein Problem mehr, dazu sitzen, obwohl ich ja noch ein D-Körbchen habe, man weiß es noch nicht genau, weil das alles so ein bisschen abschwillt und sowas. Also ich kann auch nicht genau sagen, was ich jetzt für eine Größe habe. Genau, aber zu meinen Tipps, wer das auch machen lassen möchte oder machen möchte, was ich so alles empfehlen würde, was man sich da so zur Vorbereitung oder zur Nachbereitung holt. Zwar ist es einmal, wenn ihr das nicht von eurer Krankenkasse bekommt, so ein Stütz-BH oder ja, wie nennt man das? Kompressions-BH nennt man das so. Steht denn drauf? Genau, ich habe den in 2 verschiedenen Größen bekommen, weil die Brust ja wie gesagt dann auch so ein bisschen abschwillt. Und zwar habe ich von Anita ein. Anita Care, ist aber kein, doch Compression Bra einfach. Genau, sie wollte mir noch einen weißen andrehen, ich habe gesagt, nein, ich will 2 schwarze. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das wirklich diese 6 Wochen trägt. Also mein Arzt hat mir gesagt, ich kann auch mal eine Stunde ohne, ich kann auch einfach einen festeren Sport-BH tragen, falls mir die irgendwie nicht so gut sitzen oder so. Aber ich komme damit super zurecht, es hat halt hier so, ich mache das auch noch an, so geht. Klettverschluss überall, dass man sich halt nicht viel bewegt, weil man ja nicht so viel tragen soll und sowas. Genau. Einmal das. Dann, wo ich unfassbar froh bin, dass sie mir das jetzt besorgt hat. Oh Gott. Wir nennen es meine Schlafwurst. Die benutze ich jetzt halt zum Schlafen. Das ist eigentlich so ein Stillkissen für Mütter und Babys. Und ich habe halt bei ein paar gelesen, dass dir das sehr viel geholfen hat mit dem Schlafen, weil man ja auf dem Rücken schlafen muss und ich bin absoluter Seiten- und Bauchschläfer. Und ich hatte so starke Schmerzen davon. Jetzt habe ich dieses Kissen und es ist, was soll ich sagen, es ist ein Traum. Ich frage mich, warum ich das nicht schon... Ich frage mich, warum ich das noch nicht eher geholt habe, weil es auch generell einfach unfassbar gemütlich ist. Ich glaube, Mini ist richtig neidisch, dass sie das selbst hat, aber wir schlafen abends, wenn wir... wenn wir irgendwas gucken, machen wir das so weit und liegen beide drauf, weil es so schön gemütlich ist. Aber das hat mir wirklich sehr geholfen mit dem Schlafen. Ich kann jetzt endlich wieder auf der Seite schlafen. Auf dem Bauch mache ich noch nicht, weil ich das nicht will. Aber ich... Aber ich bin wirklich froh, dass ihr dieses Kissen habt. Das ist von Joyful. Ich verlinke euch das unten auch einmal. Genau, weiter geht's. Was man noch gut gebrauchen könnte, ist ja... man braucht halt, oder man soll, bei mir hieß es, ich soll Oberteile anziehen im Krankenhaus, die man vorne knöpfen kann. Und ich hatte halt nur lange Hemden. Und ihr wisst vielleicht, dass ich Hitze hasse und dass es dann auch relativ warm war, wo das gemacht wurde. Deshalb hat mir meine Mutter, voll süß,
so T-Shirts, alte T-Shirts genommen, einmal vorne offen geschnitten und so ein paar Druckknöpfe dran und das war wirklich so, so gut. So, hier seht ihr das. Weil ich damit nicht so nachts geschwitzt habe. Ich hasse das, wenn ich so, eigentlich trage ich immer T-Shirt oder sowas nachts, dass es so luftig ist und so. Und es war halt auch wirklich praktisch, das zum Aufmachen, wenn die Ärzte kamen ja jeden Tag und dann dreimal am Tag kamen noch die Krankenschwestern, die geguckt haben, ob alles sitzt und alles noch lebendiges Gewebe ist und sowas. Da war das wirklich praktisch, sowas zu haben. Also wenn ihr so die Hitze auch nicht so haben könnt, kann ich euch wirklich empfehlen, sowas einfach selber zu nehmen mit so ein paar Druckknöpfen dran. Ist auch gar nicht so schwierig. Oder halt irgendwie fragen, der nähen kann. Genau, dann habe ich mir noch, habe ich gleich weggeschmissen, die Verpackung muss ich gleich neue holen, aus dem DM solche Duschpflaster geholt. Weil, also da kleben an den Narben, das ist ja so ein T-Schnitt, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, einmal unten drunter in der Brustfalte und dann einmal zu den Nippis hoch und dann einmal drumherum so geschnitten. Da kleben halt noch so Pflaster drauf, so Strip-Dinger. Und ich habe halt eine Stelle, die halt typisch ist, dass da so ein bisschen Wundheilungsprobleme sind. Wo ich mir dann dieses Pflaster aber drauf habe, so ein Duschpflaster, was halt auch so ein bisschen ja, wie so eine Kompresse ist, dass da nicht so krass viel Druck drauf ist. Die kann ich halt wirklich auch empfehlen, wenn man irgendwie so eine schwierigere Stelle hat, wo es so ein bisschen nicht so gut heilt. Genau, und wenn halt die Pflaster ab sind, das kann ich am Montag, glaube ich, alles abmachen und die Narben sozusagen verheilt sind, dann fängt man dann mit so einer Narbenpflege, dass die Narben halt nicht so wulstig werden und nicht so rot werden, dass die möglichst wenig sichtbar sind und auch an sich gut verheilen und nicht irgendwie wehtun oder trocken sind. Das ist auf jeden Fall Narbenpflege an. Da habe ich auch in der Gruppe nachgefragt, wo ich bin, welche Creme die beste ist. Und zwar ist es von Vala die Narbencreme, haben sehr, sehr viele empfohlen. Die werde ich mir auf jeden Fall dann auch holen. Die gibt es auch bei Amazon. Alle Sachen, die ich euch empfehle, verlinke ich unten. Dann könnt ihr euch die mal anschauen, ob das was für euch ist. Bepanthen soll auch gut sein. Aber ich wollte halt diese Vala-Creme probieren, weil die wirklich so viel empfohlen haben. Ja, das war halt alles so diese Hilfsmittel, die ich benutzt oder benutzt habe, damit das alles ein bisschen einfacher ist. Aber ich nehme alle Schmerzen, alle Schwierigkeiten, habe ich gerne auf mich genommen, weil das wirklich... Also ich muss auch sagen, das Ergebnis ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich habe das eigentlich nur wegen der Schmerzen gemacht. Mir war egal, wie es nachher aussieht. Ich habe halt im Internet auch so ein paar Bilder vorher nachher gesehen, wo ich dachte, okay, nachher sieht jetzt auch irgendwie nicht so schön aus. Und dachte, egal, also schlimmer kann es erstmal nicht werden. Und ich mache das nicht wegen dem Optischen, sondern weil ich diese Schmerzen habe und diese Schmerzen nicht mehr ertrage. Und mir war dann irgendwie zweitrangig, wie es am Ende aussieht. Aber es ist halt wirklich so unfassbar schön geworden. Also das hätte ich niemals erwartet, dass es so schön aussieht. Und momentan ist es halt alles noch so ein bisschen... steht so wie eine 1, wie so Silikonbrüste, aber das wird halt alles ein bisschen natürlicher. Und das ist natürlich ein toller Nebeneffekt, dass das jetzt auch schön aussieht, dass ich jetzt, also wenn ich jetzt, wenn man mich sieht, ich sehe irgendwie 10 Kilo leichter aus, weil das einfach nicht mehr da ist. Es war halt immer, alles hing so runter von den Brüsten. Es sah halt aus, als wäre ich so eine kleine Tonne auf Dingern. Und jetzt sehe ich halt einfach aus wie ein Mädchen, das ein bisschen pummelig ist, so ganz normal und nicht wie so eine Tonne. Genau. So, jetzt noch einmal zu den Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Ich lese einfach mal vor. Was waren deine Beweggründe? Ja, das habe ich ja schon erwähnt. Vor allem einfach die Schmerzen und dass ich nicht richtig Sport machen konnte und sowas. Wie teuer war die OP? Wurde mir ja bezahlt von der Krankenkasse, aber ich glaube, es muss bestimmt irgendwas zwischen 6.000 und 9.000 Euro gewesen sein. Und wie groß ist der Unterschied bezüglich der Cups? Das weiß ich jetzt noch nicht, weil also vorher hatte ich wie gesagt 75J. Und es soll ein D-Körbchen werden. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen größer als D, aber ich kann es halt noch nicht sagen, weil das noch nicht geheilt ist. Und auch an den Seiten ist noch sehr geschwollen. Also es passt, ein normaler Wert passt noch nicht so richtig. Aber auf jeden Fall vom Aussehen her passt es einfach perfekt zu mir. Also noch kleiner, sehr komisch aus und ich habe keine Schmerzen mehr. Das ist das Wichtigste für mich. Da ist mir eigentlich der Cup relativ egal. Von welcher Größe zu welcher Größe, habe ich gerade gesagt. Wie geht es mir jetzt? Also, mir geht es richtig gut. Also, auch vor, eigentlich direkt danach ging es mir so unfassbar gut. Genau, wie lange warst du im Krankenhaus? Ich sollte, glaube ich, so 5 Tage da sein, solange wie die Drainagen drin sind. Das sind so Schläuche, die das Wundwasser und Blut ein bisschen ablaufen lassen, damit das dann nicht alles platzt oder ich weiß es nicht. Solange soll ich drin bleiben und war dann im Endeffekt 4 Tage da, weil ich am letzten Tag
am vierten Tag wurde halt die zweite Drainage gezogen und sie meinten, ich soll eigentlich noch einen Tag bleiben. Habe ich gefragt, kann ich denn nicht auch schon heute gehen? Mir geht es ja gut so, ich habe keine Schmerzen. Ja, ich kann auch heute gehen. Genau, war ich nach 4 Tagen draußen. Und hast du Schmerzen? Also ich hatte erstaunlich wenig Schmerzen in der Brust. Ich habe es mir sehr viel schlimmer vorgestellt. Ich habe halt am Anfang die ersten 4 Tage mit Schmerzmittel bekommen. Das Einzige, was mir weht hat, war mein Kopf und auch unfassbar sehr an meinen Rücken, von dieser Rückenlage, die ich nicht ab kann. Aber auch vom Krankenhausbett, weil das natürlich nur irgendwie so eine dünne Matratze ist. Und ich hatte zwischendurch ab und zu so das Gefühl, dass da irgendwie so ein bisschen Strom durchläuft. Ich glaube, das sind die neuen Nerven, die so zusammenwachsen. Und ich hatte ein paar Tage lang hier irgendwie so ein extremes Ziehen wie Muskelkater, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich meinen Arm ein bisschen zu sehr strecke, dann reißt mir gleich der Muskel durch. Hatte ich erstmal ein bisschen Panik, habe aber gefragt, das haben auch ganz viele andere. Das ist ganz normal, weil natürlich schon viel gemacht wurde. Momentan habe ich so ein bisschen Schmerzen an den Narben. Ich glaube, das ist aber auch normal, wenn das gerade so alles zusammenwächst und die Fäden wurden vor ein paar Tagen gezogen. Und seitdem habe ich eigentlich fast gar keine Schmerzen mehr, fällt mir auf. Und an sich, also es tut mir so wenig weh, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also von Schmerzen her war es eigentlich nichts dafür, dass so viel aufgeschnitten wurde und weggenommen wurde. Also es war, ich bin immer noch so glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin, dass ich das probiert habe, dass ich mich getraut habe und dass jetzt so ein, es klingt so doof, aber so ein richtig neues Lebensgefühl einfach habe. Weil ich einfach auch so vieles kann, was ich vorher nicht konnte. Ich freue mich drauf, richtig drauf, dass ich endlich mal wieder Sport machen kann. Das kann ich jetzt auch, 6 Wochen darf ich keinen Sport machen, habe ich noch nicht erwähnt, egal. Ich freue mich darauf, dass ich endlich so Sport machen kann, ohne dass irgendwie immer die Brust im Weg sind, dass ich laufen kann, ohne dass es mir wehtut, weil alles so durch die ganze Gegend wackelt und so. Kein Sport-BH passte. Ich freue mich aufs BH kaufen. Ich war im Hunkemöller und habe ein BH anprobiert. Das konnte ich vorher nie, weil es meine Größe einfach nicht gibt. Und ich war da und habe ein BH anprobiert und hat gepasst. Und ich freue mich da auch richtig drauf, endlich neue BHs zu kaufen. Und ja, es war einfach wirklich die richtige Entscheidung. Und ich hoffe, ich habe dir vielleicht auch ein bisschen geholfen, falls du auch überlegst, das zu machen, was ich vermute, weil sonst würdest du wahrscheinlich nicht so lange dieses Video anschauen. Und wenn du es versuchst, ich wünsche dir alles, alles Gute und dass es bei dir auch klappt und dass du danach auch so zufrieden bist wie ich jetzt. Das Video ist jetzt sehr lang, ich konnte gar nicht alles erzählen, was ich erzählen wollte. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren, dann beantworte ich euch das noch. Ansonsten, wie gesagt, viel Glück bei deinem Weg oder ja, denke mal, dass du auch eine Brustverkleinerung machen lassen möchtest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!